bist an Spielerfrauen bist oberflächlich. Ich habe mir gedacht, nee, das bin ich nicht und das sage ich dir jetzt auch. Spielerfrauen gehen täglich zum Friseur. Spielerfrauen brauchen Spielerfrauenzubehör. Leider muss ich sagen, ich habe in Deutschland den Neid intensiv spürt. Spielerfrauen brauchen literweise Schminke. Spielerfrauen machen immer Winke, Winke. Boah, wenn man mich als Spielerfrau bezeichnet, das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Klar, dass die Millionen mir gefielen, aber eigentlich würde ich lieber mit Spielerfrauen spielen. Mal wieder im Mittelpunkt. Kathi Hummels. Eine Spendenaktion im Supermarkt. Was Pressevertreter möchten und was sie von ihr bekommen, bestimmt alleine sie. Und wie schauen Sie die Spiele? Die Fragen, kann ich die einmal sehen? Weil das ist mir ein bisschen zu... Das ist mir zu fußballmäßig. Kannst du mich gerne fragen in Bezug auf das stellen, was ich hier gerade mache? Ich bin heute hier für den guten Zweck und deswegen bitte auch gerne Fragen dazu. Spielerfrauen wie Kathi Hummels sind misstrauisch. Fragen am besten schriftlich und alles am liebsten nach Prüfung durch Anwälte und Management. So kann es Journalisten gehen, vor allem dann, wenn sie hinter die schillernde Fassade aus Fußball, Fans und Fotoshootings blicken wollen. Kathi Hummels ist 28 und mit dem Fußballprofi Mats Hummels verheiratet. Mal angefeindet, mal angehimmelt. Von den bunten Blättern und im Internet sowieso. Spielerfrau zu sein ist weder Beruf noch Berufung. Und doch erhitzt dieser Status die Gemüter. Gerade Kathi Hummels polarisiert wie kaum eine andere in Deutschland. Ich glaube schon, dass es Neider gibt, ja. Weil man natürlich denkt, okay, Kathi hat einen bekannten Mann. Dadurch bekommt sie viele Jobs. Ja, ich leugne das auch nicht, dass mir dadurch schon einige Türen auch geöffnet worden sind. Und dazu stehe ich auch. Aber ich glaube, es ist nicht verwerflich, dass man sagt, man nimmt gewisse Chancen an. Wenn man dann aber die Chance bekommt, muss man sich ja selbst beweisen. Und ich glaube, das ist dann wieder ein bisschen schwieriger, weil die Erwartungen natürlich auch absolut hochgeschraubt sind. Ne? Hamburg. Hier arbeitet Kathi Hummels gerade an ihrem Internetauftritt. Ein Modekanal. In dieser Branche hat sie Erfahrungen. Als Model und als Kolumnistin einer Modezeitschrift. Zuvor hat sie Wirtschaftswissenschaften in Dortmund studiert. Abschluss mit 2,3. Da bin ich ganz ehrlich, YouTube ist im Moment noch eine Investition. Ich weiß auch, dass ich am Anfang bin und investiere da im Moment sehr viel Zeit und auch viel Arbeit und ich hoffe, dass es sich lohnt. Ihre Existenz hängt vermutlich nicht vom Erfolg des Projektes ab. Und doch nimmt Kathi Hummels die Sache sehr ernst, ist selbstkritisch. Und unter Pastelltönen versteht man sehr softe Töne. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe mir vorgenommen, dieses Mal ein bisschen weniger M zu sagen. Das ist mir aufgefallen, dass ich das oft gesagt habe. Das ist so ein Lückenfüller und den wollte ich versuchen zu eliminieren. Einmal, glaube ich, habe ich es jetzt gesagt, das ist okay, weil es soll ja auch immer noch natürlich wirken. Und dass man mal kurz nachdenkt, das ist ja auch absolut legitim, oder? Kathi möchte möglichst nichts dem Zufall überlassen. Auch nicht das scheinbar Zufällige. Die Eigenschaft habe ich von meiner Mama, die ist nämlich auch ein Perfektionist. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber ich habe im Laufe der Jahre gelernt, besser damit umzugehen, weil es mir mehr geschadet hat, als dass es mir geholfen hat. Wenn man zu perfektionistisch und zu verstarrt, sage ich jetzt mal, auf ein Thema eingeht, dann ist es auch oft nachteilig, weil man dann einfach diese Gelassenheit verliert. Kathi Hummels sucht das Licht der Öffentlichkeit. Doch die Fans, die ihr online Fragen stellen dürfen, sind oft nur an ihrer Rolle als Spielerfrau interessiert. Würdest du Mats in seiner Entscheidung beeinflussen, zu welchem Verein er wechseln soll? Und wie stehst du zu Tattoos und Piercings? Hast du selber welche? Man kann ja jede Frage stellen, aber ob man eine Antwort kriegt, das ist natürlich dann meine Entscheidung. Ich würde Mats in seiner Entscheidung nicht beeinflussen. Das würde er auch gar nicht zulassen, dafür ist er Profi genug und für ihn steht seine Karriere da. Nee, das muss ich ein bisschen anders sagen. Ich würde Mats in seiner Entscheidung nicht beeinflussen. Ich würde ihn vielleicht beratschlagen, aber im Endeffekt trifft er die Entscheidung und deswegen überlasse ich ihm das auch. Kathi will raus aus der Rolle des schönen Anhängsels, will nicht nur als Frau von wahrgenommen werden.
Als ihr Mann von Borussia Dortmund zum FC Bayern wechselte, hagelte es böse Kommentare. Vor allem zur Frau an seiner Seite. Was ich ganz unschön fand, was mich vor 3-4 Jahren, als ich das erste Mal so eine Anfeindung bekommen hat, wohl wirklich verletzt hat, war, dass wenn ich lese, dass ich Mats ja nur wegen seinem Ruhm liebe oder dass ich ihn ausnutze und ich will ja nur sein Geld. Das sind so Sachen, da denke ich mir, wie kann man nur? Wie kann man sowas sagen? Wir sind seit 9 Jahren zusammen. Wir haben viel gemeinsam erlebt. Es gab viele Höhen und auch viele Tiefen, weil als Profifußballer hast du es auch nicht immer leicht. Und da muss man schon wirklich auch viel sprechen. Und das ist ein ganz, ganz großer Druck, mit dem die Jungs da auch umgehen müssen. Und dass man dann so böse angefeindet wird und ich aber auch viel aufgegeben habe. Ich bin mit 19 Jahren nach Dortmund hinten. Meine Eltern waren 6 bis 7 Stunden weg, genauso meine Freunde. Und mir jedes Wochenende einen Flug zu leisten, das ging damals noch nicht. Ich wollte ja nicht von ihm irgendwas nehmen. Kathi musste lernen, viel einstecken zu können. Also diese Kommentare, die muss ich ja teilweise jetzt auch noch lesen. Und ich bin mir auch sicher, dass das nicht so schnell aufhört, weil es immer Leute geben, die sich die Anonymität, also die diese Anonymität ausnutzen. Und das heißt, ohne Gesicht mit dem Finger auf Leute zeigen und die schlecht machen, die irgendwie versuchen runterzuziehen. Spielerfrau sein, eher Last als Lust? Boah, wenn man mich als Spielerfrau bezeichnet, das mag ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich finde, das ist wie so ein Anhängsel, wie eine Handtasche, wie keine eigene Persönlichkeit. Also mir schmeckt das gar nicht. Ich möchte so nicht bezeichnet werden. Also ich bin halt einfach Katja und damit ist gut. Und dennoch ist auch sie eine Spielerfrau. Ihr Mann Steffen Baumgart spielte in der 1. und 2. Bundesliga. In Rostock, Wolfsburg, Cottbus und Union Berlin, eine ostdeutsche Spielerlegende. Immer an seiner Seite Katja. Sie führen eine skandalfreie Ehe seit 1997, haben 3 Kinder. Das ist selten in diesem Job, mit all seinen Höhen und Tiefen. Wir haben mittlerweile ja auch nicht nur diese, wie sagt man immer, Spieler-Spielerfrau-Geschichte durch, sondern dann auch eben Ex-Spieler. Läuft nicht mehr so gut, ja, kommen auch andere Schwierigkeiten dazu und auch da sind wir gemeinsam durch. Und jetzt bin ich eigentlich aufgestiegen, ich bin jetzt eigentlich Trainerfrau. Genau. Gehöre ich noch in die Kategorie? Wir sind jetzt keine Spielerfrau mehr, sondern Trainerfrau, also von der Art her. Ja. Nein, also wie gesagt, wir haben da uns irgendwann mal gesagt, wir gehen den Weg gemeinsam. Nach seinen Spielerjahren ist er inzwischen Trainer. Seine Frau Katja arbeitet im Fanshop ihres Heimatvereins 1. FC Union Berlin. Gelegentlich so Spitzen, ja, so eigentlich so nach dem Motto, warum arbeiten, das hast du doch eigentlich gar nicht nötig. Und ich gedacht habe, es ist so auch für mich, für mein Selbstwertgefühl, tue ich das, also ja, es macht man, also ich mache es halt einfach mit viel Freude, den Job, und es das heißt jetzt nicht, weil man eine Spielerfrau ist oder irgendwen anders an seiner Seite hat, dass man das aufgrund dessen nicht arbeitet, also das kommt für mich gar nicht in Frage. Steffen hat in seiner Zeit als Profi gut verdient. Ausgesorgt hat er aber damit nicht. Eine Starallüre ist geblieben. Keine Filmaufnahmen zu Hause. Ansonsten eine bodenständige Familie. Ich freue mich einfach, dass Katja in dem, was sie jetzt macht, eine große Anerkennung hat, Riesenspaß hat. Und wenn ich mal bedenke, dass ich auch mal Publikumsliebling bei dem Verein war, ich glaube, dass die meisten jetzt eher wissen, dass meine Frau da arbeitet. Und die wenigsten wissen noch, dass ich da mal gespielt habe. Also ich sag mal, auch das hat sich so ein bisschen gewandelt. Katja lernt Steffen 1995 in Österreich kennen. Sie arbeitet als Kellnerin, er ist im Trainingslager. Nach seiner Abreise führen die beiden stundenlange Ferngespräche. Eine Liebesgeschichte, die an diesem Tag selbst die Töchter Meli und Fiona überrascht. Ich habe mal früher gesagt, ich heirate nur einmal. Und ich glaube, das wird auch dabei bleiben. So, und ich habe auch gesagt, wenn man sie findet, dann ist es einfach so. Ich habe meine Frau gefunden, ich habe das, was ich immer wollte. Und du rührst Meli zu Tränen. Ja, so ist das manchmal. Oh Mann, das ist echt toll.
alles gut. Das ist, weil es romantisch ist oder weil es einfach so schön ist, wenn Papa das sagt? Weil Papa so, also noch nie so offen so was Schönes gesagt hat irgendwie. Also ich weiß ja, was Papa denkt und was er so fühlt und alles, aber einfach, weil das gerade so schön war. Halt. Ja. Nein, das ist einfach so. Und wie gesagt, vieles von dem, wie ich es mir vorgestellt habe, ist mit Katja aufgegangen. Auch der 14 Jahre alte Nachwuchsspieler Alessio hat eine Spielerfrau. Samira Sami ist Spielerberaterin und Sportmanagerin. Die einzige Frau in diesem Job in Deutschland. Ihr Erfolgsgeheimnis? Sie verbindet Klischee mit Köpfchen. Du kannst dich nicht rechtfertigen, was die Leute über dich sagen und denken. Und das ist meine Erziehung. Ich habe das gelernt, so anzusehen. Das ist mein Auftrag, das habe ich das gelernt. Ich denke, dass es auch sehr wichtig ist, als Geschäftsfrau oder überhaupt als Frau, dass du eine bestimmte Aussehen und Outfit hast und elegant und seriös rüberkommt. Seit ihrer Jugend hat Samira Sami familiäre Beziehungen in die Sportwelt. Sie kennt das Geschäft also auch hinter den Kulissen. Ein Vorteil in einer von Männern dominierten Branche. Zuerst sind die Machos skeptisch, dann hat sie sie alle unter Vertrag. Klaus Augenthaler, Giovanna Elber, Berti Vogts. Und jetzt? Pass, schau mal, der neue Artikel von Samira. Okay. Alessio Cocco. Der Nachwuchsspieler lebt mit seiner Familie in der Nähe von Nürnberg. Wird gefördert von Samira. Das erste Mal habe ich die Samira im Fernsehen gesehen und wusste sofort, dass ich sie brauchen will. Und ich war total überzeugt von ihr, dass sie die Perfekte ist. Samira Sami gehört ursprünglich dem persischen Königshaus an. Beide Eltern stammen aus adligen Familien. Auch wenn sie ihre Karriere ohne Familien-Background verwirklichen möchte, ein Türöffner ist er trotzdem. Als Frau in dem Milliardenbusiness ist jedes Attribut relevant, das Aufmerksamkeit verschafft. Das ist laktosefrei. Ich muss als Geschäftsfrau bestimmte Auftreten haben. Und natürlich im Fußballwelt ein bisschen extremer ist, weil es immer Fußball in Deutschland extrem ist. Deutschland ist nur Männer und Fußball und wenn eine Frau auftritt. Und natürlich, es war am Anfang ein bisschen schwierig und du musst auch diesen Respekt arbeiten. Wer Samira als Spielerfrau bezeichnet, bekommt es gar mit ihrer Anwältin Christiane Umhaut zu tun. So sehr lehnt sie diesen Begriff ab. An diesem Tag aber geht es um den Umgang mit der eifersüchtigen Partnerin eines Klienten. In den letzten 2 Tagen, ich habe fast 82 SMS bekommen. Teilweise, 82 ja. SMS in 2 Tagen. Teilweise Beleidigungen und die boykottiert meinen Job. Kann ich das nicht mehr meine Aufgabe richtig erledigen? Also es läuft alles, sollte alles über Sie laufen. Ja. Und okay. Und das ist halt also er selber kommuniziert gar nicht. Nein, er darf eigentlich erscheinen nicht. Er darf eigentlich nicht mehr mit mir direkt kommunizieren. Hast du denn direkt mal mit ihr gesprochen oder versucht, das mit ihr zu klären, was eigentlich das Problem ist? Oder? Ja, habe ich das versucht, ihr zu schreiben, was ihr Problem ist. Aber dazu habe ich Antwort bekommen. Seit 2007 ist Samira Sportmanagerin. Und ihre Anwältin hat gut zu tun. Also wir haben leider immer wieder das Thema, dass halt auch die Frauen an der Seite der entsprechenden Kunden oder ja, da einfach ein Problem mit der Person Samira an sich haben, weil sie halt natürlich durch ihr Auftreten und ihre, auch durch ihr Aussehen natürlich einfach da durchaus auch negative Gefühle bei den Frauen weckt. Und also am Anfang bin ich da immer eher so ganz diplomatisch und sag, wink's durch und schau, dass du einfach da dich arrangierst, auch mit der Dame an der Seite. Und das ist halt dann aber oft auch einfach, geht einfach nicht mehr. Und es geht dann teilweise wirklich so weit, dass man Abmahnungen aussprechen muss, weil es also so eine Intensität und Heftigkeit dann bekommt. Ein ganzer Beraterstab ist neben Anwältin Christiane Umhau für Samira tätig. Sie ist extrem misstrauisch, gestattet auch diese Dreharbeiten nur mit Hilfe ihrer Anwälte. Interviewfragen müssen vorher eingereicht werden. Alles zum Privatleben ist tabu.
Christiane Umhau ist eine der wenigen, denen Samira vertraut. Christiane kenne ich, seit ich 9 oder 10 Jahre alt bin. Und die ist zuständig auch für meine Familie und ganze Verträge für die Klinik meines Vaters, dass sie für uns macht. Und daher die gewisse Vertrauen da ist. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Und daher, das ist, mein Vater ist Perfektionist, meine Mutter, die sind alle Perfektionist, die versuchen alles das korrekt zu machen. Und daher habe ich auch darin gewohnt, dass auch ich eine Begleitperson in meinem Leben zu haben, dass ich alles professionell und perfekt zu machen. Als Frau im Männerbusiness muss sie gegen mehr als ein Klischee ankämpfen. Das erlebt auch Kathi Hummels, die sich endlich freischwimmen möchte. Ich bin da echt voll rational geworden. Also, früher habe ich immer gedacht, ich muss sagen, wenn zu mir jemand gesagt hat, du bist eine Spielerfrau und bist oberflächlich. Dann habe ich mir gedacht, nee, das bin ich nicht. Und das sage ich dir jetzt auch. Ich bin überhaupt nicht oberflächlich, ich bin ganz anders. Im Internet kämpft sie für einen guten Ruf. Hier gewährt Kathi ihren Fans Einblicke in ihr prominentes Leben. Sie twittert, postet Kommentare, zeigt Videos und Bilder. Das geht nicht immer gut. Zuletzt verwechselte sie Paris mit München. Am meisten sorgten aber ihre Kommentare zur WM in Brasilien für Aufregung. Banalitäten, die aber einen regelrechten Shitstorm auslösten. Cristiano Ronaldo, das war auch ein Thema, das mir vorgegeben worden ist. Und ich habe halt dann schon das ausgeführt, was mir so gesagt worden ist. Aber ich kann die Schuld nicht von mir schieben, weil immerhin war ich ja diejenige, die es gesagt hat. Ich hätte auch sagen können, nee, mache ich nicht. Aber ich war noch nicht erfahren. Ich habe gedacht, ja, es ist doch eigentlich ganz lustig. War ja auch lustig. Also ich glaube, ich habe einigen Leuten Lachen ins Gesicht gezaubert. Dass sie mich ausgelacht haben, war natürlich nicht optimal, aber immerhin hat man gelacht, man hatte Spaß an der Sache. Und ja, also man lernt daraus. Ich sag mal, es war eine harte Schule, aber ich habe mich dadurch weiterentwickelt. Und dadurch habe ich auch immer mehr wieder zu mir gefunden. Ich weiß jetzt, was ich machen kann und was ich nicht machen sollte. Den Schaden begrenzen. Alles erklären, immer wieder zurechtrücken. Alleine ist das sicher nicht zu schaffen. Ich habe Berater, von denen ich mir auch gerne was sagen lasse. Aber es ist schon so, dass ich dann auch mit meinem Mann alles bespreche, weil das ist immer das Wichtigste, dass wir gegenseitig gut finden, was wir tun. Die Familie ist ein wichtiger Ruhepol. Kathis jüngere Schwester Vanessa Fischer bekommt immer mal wieder Einblick in die Promi-Welt ihrer Schwester. Also beneiden tue ich sie auf keinen Fall, weil ich glaube, man kann seine Schwester gar nicht beneiden. Also sie, das ist toll, was sie macht und ich finde es auch großartig und ich finde es auch schön, wenn ich sie begleiten kann, um zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt und was sie macht. Aber wir haben so unterschiedliche Leben. Ich habe einen kleinen Sohn zu Hause, so eine Familie-Idylle. Sie war schon als Kind immer wahnsinnig ehrgeizig und wenn sie sich was vorgenommen hat, dann hat sie so viel gemacht, dass sie das einfach erreicht. Was mir immer in die Wiege schon gelegt worden war, ist, dass man sich anstrengen muss, sage ich jetzt mal, um erfolgreich zu sein. Also ich musste auch immer viel lernen. Die Mama hat immer die Hausaufgaben kontrolliert. Und wenn ich dann gut in der Schule war, dann wurde ich schon oft belohnt auch. Aber ja, da mussten wir schon abliefern, weil die Mama war und ist streng. Durch den beruflichen Wechsel von Mats ist auch Kathi Hummels nach München zurückgekehrt. Für sie bedeutet das endlich wieder mehr Zeit für Familie und Freunde, die hier leben. Erinnerungen an die Kindheit werden wach. Und ich habe was echt voll Süßes gefunden. Das hatte ich die ganze Zeit in meiner Tasche, das habe ich nur für dich rumgeschleppt, ne? In welchen Urlaub war ich? Ich bin die Schöne übrigens. Siehst du meine Pferdeohrringe? Die Karriere ihrer Schwester hat Vanessa genau beobachtet. Auch mit wie viel persönlichem Einsatz Kathi sich inzwischen zu einem Medienprofi entwickelt hat. Wir reden gleich. Ja, wir reden gleich, wir haben die gleiche Stimme. Wir haben früher auch beide immer so gemacht. Du guckst jetzt auch schon wieder so. Ja, weil du hast es schon gelernt. Du warst zu oft vor der Kamera. Du kannst das. Wer sich in die Öffentlichkeit begibt, kommt darin um. Ein Spruch, der in Zeiten von Shitstorms und Hasspostings umso mehr gilt. Wie nahe ihr all diese Attacken gehen, zeigt Kathi Hummels nicht. Sie hofft vielmehr auf Verständnis. Diese Kommentare verstehe ich nicht.
Oh Gott, die ist so dünn, die will doch nur Model werden. Es stimmt oft nicht. Man muss auch manchmal überlegen, dann frag doch, warum bist du so? Warum bist du so dünn oder warum hast du abgenommen? Und dann erzähle ich meine Geschichte. Ich meine, es gibt ja meistens einen Grund, warum jemand sehr dünn ist. Entweder geht es ihm seelisch nicht gut oder er hat halt vielleicht eine Krankheit. Aber meine Geschichte ist ganz einfach, dass ich mit meiner Schilddrüse Probleme bekommen habe. Ich musste mich immer ständig dazu bringen, jetzt mal wieder was zu machen. Es war ganz schwierig. Meine Haut war schlecht, mir sind meine Haare ausgefallen. Also wenn ich jetzt an die Zeit zurückerinnere, dann möchte ich die nicht noch mal durchleben. Härte, niemals Schwäche zeigen. Anders wäre es Samira Sami vielleicht nie gelungen, ihren Berufswunsch durchzusetzen. Für ihre Adelsfamilie und ihren Vater, einen Augenchirurgen, eine große Überraschung. Natürlich viele nationale und internationale berühmte Fußballer, sie sind Patienten von meinem Papa. Einer von denen ist iranische Fußballlegende Ali Dai, welcher ist wie mein Bruder. Natürlich, er hat auch bei Bayern München, Hertha BSC, gespielt. Und natürlich war auch mehr Beziehung da, in den deutschen Fußballvereinen kennenzulernen. Und natürlich, irgendwann mal habe ich das gesagt, warum, die sind nur Männer, warum keine Frau ist da, warum keine Frau als Manager arbeitet. Nach ihrem Sportmanagement-Studium, das sie als Jahrgangsbeste abschließt, arbeitet sie für den 1. FC Ingolstadt als Marketingmanagerin. Die wichtigste Regel hat sie verinnerlicht: Geheimhaltung. Ihre Klienten legen großen Wert darauf. Das ist bei ihrem jungen Schützling Alessio noch kein Thema. Hier geht es in erster Linie um Motivation. Wie war das Spiel? War gut, wir haben 5-0 gewonnen, ja. Das hast du mir geschrieben, das ich finde Hammer, super. Ja. Wie hast du gespielt? Ich fand mich gut. Und hat der Trainer dir was gesagt? Der hat mich gelobt gehabt. Oh, cool. Sehr, sehr, sehr schön. Ich habe dir gesagt, immer weiter, sag immer Oli kann. Und Fußballerfrisur hast du schon, ja. Talent hast du schon und einfach mit Powerful. Salvatore Cocco ist froh, dass Samira seinen Sohn berät. Geld sieht sie dafür noch nicht. Erst wenn Alessio 18 ist, kann sie seine offizielle Sportmanagerin werden. Natürlich auch ist bei jungen Spielern, dass du denen sagst, Disziplin zu haben, pünktlich zu sein, Leistung zu bringen, auf dem Feld nur auf dem Spiel konzentrieren. Jungen Spieler für mich, die sind für mich nicht wie meine Klient, die sind für mich wie eine Familie. Samira darf mit dem Einverständnis der Eltern nun mit Interessenten sprechen und ihren Schützling anspornen. Natürlich ist es was anderes, wenn die Managerin was zu ihm sagt, wie wenn der Vater. Der Vater sagt jeden Tag was. Ja? Und dass das dann anders fruchtet, ich glaube, das ist klar. Samira hat Alessio nach dem ersten Kontakt durch Vater Salvatore heimlich von ihren Scouts beobachten lassen. Ihr Stab war sich schnell einig. Der Junge kann es weit bringen. Ja, natürlich, ich unterstütze der jungen Talenten, aber am Ende, sie müssen mit eigener Leistung, Ehrgeiz und wenn die Ziel vorhaben, den Weg weiterzugehen. Und wenn die das haben, dann sie können auch, die haben die Chancen, als Profi zu werden. Und dann werde ich denen unterstützen. Samiras nächstes Ziel? Sie will als erste Frau einen Fußballverein managen. Ein weiter Weg einer ganz besonderen Art von Spielerfrau. Natürlich, das ist unterschiedlich zwischen Anfang der Karriere und jetzt. Von Anfang der Karriere aus gab es auch keine E-Mail beantworten. Du hast E-Mail geschickt und keine Antwort bekommen. Oder vor der Anrufe, du hast keinen Rückruf bekommen. Und das muss der Respekt beim Arbeiten. Und das denke ich, dass ich geschafft habe. Ich habe die für Kinder. Nee, hier steht Junior drauf, JR. Ärgerlich, dass das hier so ein Durcheinander ist. Das passt mir nicht. Fußballsaison. Katja im Stress. Das ist, glaube ich, so ein Fehler von mir, auch dass es mir manchmal nicht schnell genug geht. So. Also ist schon so, dass ich mit anpacke und nicht irgendwie dastehe und nichts mache. Also, nee, das habe ich noch nie gemacht. Bin, ja, so eine Frau der Tat. Katja Baumgart betreibt den Fanshop bei Union Berlin mit resoluter Hand. In solchen Situationen hat sie keinen Spielerfrauenbonus, auch wenn ihr Mann Steffen die Vereinsikone ist. Überall mit anpacken, lautet die Devise. Die drei hätte ich gerne die Dauerkarten. Alles klar. Ausdauerkarte. Eine Ausdauerkarte. Spielerfrau Katja Baumgart? Nicht abgehoben, nah an den Fans. Und doch muss sie auf der Hut sein.
Vor allem, wenn es um Fragen nach Vereinsinterna geht. Das versuchen die, aber das geht nicht. Also erstens macht man es grundsätzlich nicht, aber sie versuchen es schon. Ja. Nicht nur die Fans, auch die Presse versucht so ein bisschen auch über Steffen was zu erfahren oder auch über Union, aber na, da steht Schweigen, da sagt man nichts. Der Anfang im neuen Job war nicht leicht. Es gab Vorurteile unter den Kolleginnen. Tanja Hübner war überhaupt nicht begeistert, als der Chef die Spielerfrau Katja als künftige Mitarbeiterin für den Fanshop vorstellte. Dann meinte er, es ist eben die Frau von Steffen Baumgart. Ist das dem Steffen Baumgart? Mhm. Ja. Nee, eine Spieler. Mann. Oh nee, bis eben war doch noch alles gut. Man hat ja immer so ein Bild von so einer Spielerfrau. Na, so Handtäschchen, Louis Vuitton, hohe Schuhe, Size Zero, bloß nichts essen und bloß nicht arbeiten. Dachtest du? Habe ich gedacht. Heute sind sie Freundinnen. Jetzt kann Tanja ihr anfängliches Misstrauen eingestehen. Dann ist es halt so, dass man sich denkt, okay, was kannst du denn, wenn nicht dein Freund oder dein Mann daneben steht? Das ist halt immer auch so ein ganz bescheuerter Nachsatz, die Frau von. Und das ist einfach, was so auf Katja überhaupt nicht zutrifft. Katja ist nicht die Frau von. Hast du schön gesagt. Mein Ernst? Ja. Alle warten auf Kathi. Denn es gibt keine Bilder, bevor die Make-up-Grundierung drauf ist. Eitelkeit und Selbstbewusstsein. Kathi Hummels will ihr Bild in der Öffentlichkeit steuern. So wie in diesem Werbespot, mit dem sie sich selbst auf die Schippe nimmt. Flucht nach vorn. Den Anpfiff, das kann man verstehen, will er auf großen Bildschirmen sehen. Langweilig. Gesucht, gefunden. Weg der Stress. Blitzschnell geliefert, dank Express. Ja! Es hat mich einfach gefreut, dass dann auch Leute, die mich eigentlich nicht so gerne mögen, gesagt haben, hey, hast du echt gut gemacht. Das freut einen natürlich schon, weil wenn dann jemand eigentlich immer hatet und dann auf einmal was Positives schreibt. Also es hat mich einfach sehr gefreut. Aber im Endeffekt, ja, ich mache ja Dinge nicht für gute Kommentare, sondern ich mache das einfach, weil ich Spaß dran habe. Endlich Anerkennung. Likes sind in dieser Welt eine wichtige Währung. Viel Glück heute. Mats Hummels ist UNICEF-Botschafter. Kathi vertritt ihn heute, unentgeltlich. Was sie bei ihren anderen Auftritten in ihrer Rolle als Spielerfrau verdient, verrät sie nicht. Dann sehe ich das ja als Job. Dann ist es jetzt für mich nicht, dass ich da hingehe, um Spaß zu haben, sondern dann bin ich da als Frau Hummels, die da hingeht, weil sie gebucht worden ist. Und dann habe ich auch einen gewissen Job zu erfüllen. Kathi Hummels will sich dennoch lösen vom Klischee Spielerfrau. Heraustreten aus dem Schatten ihres berühmten Mannes. Auch mal ohne Promi-Bonus einfach nur Kathi sein. Wenn ich jemand kennengelernt hat, dann ist das schönste Kompliment für mich, wirklich, wenn dann jemand zu mir sagt, du bist echt voll nett, du bist ja voll normal. Und ich finde es immer lustig, weil ich mir immer denke, okay, krass, die denken wahrscheinlich, ich bin überhaupt nicht normal. Aber es ist einfach so und deswegen ist es nur anstrengend, gegen etwas anzukämpfen, gegen das man eigentlich gar keine Chance hat. Deswegen ist das Schlauste, was man machen kann, man akzeptiert es. Und ich sag mal, die Leute, die einem wichtig sind, die geben dir dann auch die Chance. Aber eigentlich würde ich lieber mit Spielerfrauen spielen. Mit Spielerfrauen spielen. Mit Spielerfrauen spielen.